Hallo, Sion hier, willkommen zu einem weiteren eine, vielleicht auch nur halbe Stunde mit einem weiteren neuen Titel, und zwar Kingdom Come. Ihr habt es vielleicht eben noch gesehen, ich weiß nicht ganz worum es geht, aber es war mein PSN Plus Spiel, ich glaube es ist auch wieder eher ein Indie-Titel, aber schauen wir uns das doch einfach mal an. Hoffe aber, es wird nicht so wie Civilization, weil das war ja anscheinend nicht so beliebt, aber gucken wir mal. Lass mal das Intro mal ganz kurz laufen, weil... Ist die eine da schwanger? Ach nee, ist eine Handtasche. Boah. Und eine Schwarzmagierin ganz hinten. Sieht dabei aus wie eine... wie ein Summoner, wenn man an Final Fantasy 14 denkt. Aber gut. Bam. Also eben voll der Boobshirt, ne? Mucke ist schon mal vielversprechend und Charakterdesign sehen okay aus. Finde ich. Okay, darf ich mir mein Königreich aussuchen oder so? Grand Kingdom. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Eine Stunde mit Grand Kingdom. Schauen wir doch einfach mal. Ja, press any button. New Game. Ich will nichts kaufen. Möchtest du speichern? Ja, von mir aus. Kann ja nicht schaden. Okay. This game uses autosave. Please do not turn off PlayStation 4 system when this icon is displayed. Okay. Sieht eher aus wie ein Mobile Game, wenn ich nur so ein bisschen sehe gerade, aber gut. Vielleicht gibt's das auch für Mobile, wer weiß. Könnte auch auf der Vita sein. Sie geben auf, dann... Ja, müssen wir dann nicht. Was, du bringst ihn trotzdem um? Hat sich doch schon ergeben. Da, sie haben aufgegeben. Ist doch gut. Ihm gefällt es nicht, dass sein Gegner aufgibt. I'm lowering my hands. Don't attack me, all right? Yeah, right. Like we dirty our swords for nothing. The price of your heads fell to less than one copper just now. Anyway, what are we gonna do, boss? It doesn't look like we'll be getting much of a reward now. We can't afford to bask in the glow of cash. We need to figure out how we're gonna feed our men. Hey, are you guys headed for anywhere in particular? Because if not, do you want to come with us? Yo, boss. This guy hasn't shut up yet. We're members of a mercenary outfit known as the Guild. I'm asking if you want to join us. Wie, wir haben dich besiegt und jetzt fragst du, ob wir dir beitreten wollen? The mercenary organization led by the master swordsman Godfrey. Though you were an enemy, you showed impressive skill in battle. It would be a shame to let you leave. And I also owe you my life. Well, you heard the man. What do you want to do, boss? Irgendwie ist das ein seltsames Setting. Aber schauen wir mal. 100 years have passed since the fall of the Uldane Empire. The long brutal war left the four great nations crippled and impoverished. Honor and virtue have become distant memories. Now, in the great continent of Rezanel, the battlefield is no longer dominated by knights, but by mercenaries. Mann, das klingt ja fast nach Metal Gear. Others fight for bounteous wealth. They plunge headlong into the jaws of death. Not for any nation, but for the glint of gold. Mercenaries who live in an age of war. Let their story be told. Okay. Na dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier das Foxhound Kingdom. Mercenary War Guild Episode 1. Okay. Bin gespannt, wie das Kampfsystem hier sein wird. Nehmen den Test. Wer ist denn der Boss? Mit wem redet er denn die ganze Zeit? Na gut. Failure condition exceed the specified number of action troop is annihilated.
Okay, wir dürfen also nicht verlieren und dürfen nicht mehr Züge gebrauchen, als das Spiel vorgibt. Objective. Each quest has an objective for you to clear. You can move the pieces and change directions with directional buttons or left stick. Action limit. If you clear the objective within the action limit, you complete the quest. If you exceed the limit, you fail the quest. First, let's aim for the quest's objective. Okay. Das wäre ja den ganzen Weg bis da drüben, ne? Gut, dann muss ich mich noch auswählen. Oder darf ich jetzt einfach... Moment. Muss ich dich anklicken oder was? Ach, Moment. Oder soll ich bis zu dir? Tage, ich verstehe nicht ganz wie... Ah, jetzt. Okay. Kann ich also einfach laufen. Und das ist meine Truppe, ja, Swordsman. Bogenschütze. Ich schätze mal Heiler und Schwarzmagier. Simple Enemies. Enemies that lurk in the field and move once per turn. If you encounter one, you will fight them. You may be able to evade them depending on the route they take. But it looks like you can't avoid them this time. Intercept the enemy and destroy them. Okay, das heißt, wir sollen ihm eine klatschen. Ja, weil es keine zwei Wege hier gibt, ne? Na gut, dann weiter. Komm her. So, wie sieht der Kampf aus? Sind ja erst 6 Minuten drin oder so. Okay, Demons. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Komm her. Okay, wir haben ein Phonia-Kampfsystem hier. So, the timeline at the bottom shows the flow of battle. The leftmost unit in the timeline is able to perform movement and attack actions. Together, these actions form a turn, and by repeating turns, you fight your way through battles. Okay, das heißt, wir haben ein turn-based System hier. It's not a fighter's turn. First, get close to the enemy, use directional pad or left stick. Your movements are limited. You can check this with the move gauge on the bottom center of the screen. For now, move in front of the enemy monster. Okay, wer ist denn dran? Ich bin dran mit dem Krieger hier und dann habe ich Attacken, Slash auf Kreis und Guard. Gut. Mal sehen, wenn ich jetzt einfach vorwärts gehe. Okay. Next up is it, is Attack. You have noticed that after you make a move, there's Square, Triangle, Circle icons on top of the unit's head. This indicates that by pressing the corresponding button, you can activate the unit's skills. A unit can be set with a maximum of 6 skills, and depending on the type, they are triggered differently. Since we are learning how to use a fight, mash circle button. Okay. Ja, ich muss ein bisschen heran, ne? So, komm her. Okay. Activate the special melee technique Guard. Guard blocks enemy attacks, depleting a gauge above the unit's head. Remaining action gauge affects Guard's strengths. You can activate it during the player's turn, but until the... Was until that are set with auto guard like this one will automatically activate guard at the end of their turn. Okay, muss ich also nicht selbst guarden, weil es auf autos. It's not a hunter's turn. This unit is range type, which specializes in long range attacks. Now let's make use of its specialty to attack the enemy without moving. Okay, das heißt, ich kann einfach meinen Gegner auswählen. Ja, auf den. Treffe ich ihn noch? Unlike melee types, range types attack a long line. When the vertical moves under the enemy, press circle button. Time to correctly and attack the enemy unit. The number of attacks you get is equal to the remaining move gauge. Okay. Das heißt, ich muss nochmal Kreis drücken. Ah. Ja, es ging gerade ein bisschen daneben. Okay, aber gut zu wissen. Which turn? This unit, was? This unit type, the magic, is similar to range combat types. It can unleash multiple skills and specialize in charge skills. This attack large areas. Charge skills activate after a certain number of turns. Past the unit is vulnerable with charging. We will shorten the charge time for lightning for now. Activate the square button and wipe out the enemies. Okay, Fieck. Yep, auf den da. Und los. Okay, gut zu wissen, dass sie in einer Linie angreift. Ups, my bad, gibt's erstmal eine Trophy. Okay, das heißt, ich muss bei meiner Range aufpassen, ja? Und wahrscheinlich ist sie eine Heilerin, deswegen war jetzt erst der Gegner dran, damit ich dann noch effektiv auf jeden Fall heilen kann, ne? Richtig? Ja, Medic. She's the one with specialized type of units with focus on skills that are used for specific purposes. A medic learns support skills just as a shield potion that can restore an ally's HP. Or she can place a medical bag on the field for emergency use. Go ahead and place a medical bag for now. A medical bag can be activated with square button. Okay. Dann auf... Moment, auf ihn dann. Ja, mach mal auf ihn. There's no place to space it? Wohin? Ja, auf ihn bitte.
Moment. Aha. Darf ich jetzt? Ah, jetzt. Okay, gut. Bitteschön. Sie legt die einfach auf den Boden. Okay. Placement Skills and Mist Skills have unique effects. You can move after activating. Remaining uses are seen on the bottom left of the screen. Some fields item recovery skill uses. Okay. Alles klar. Dann block mal. Kann ich nicht? Moment. Was soll ich denn jetzt mit dir machen? You may already be aware, but all attacks and heals can affect. That's the end of the basic flow for Bella. To review the feat, remain Vulgar Wolf. Okay. Das heißt, du gehst jetzt erstmal den Medical Bag holen. Und dann ist es auf jeden Fall interessant, dass ich also quasi Rows habe, auf denen ich laufen kann. Ja, hoch oder runter springen. Ich kann halt. Gehen wir aber erstmal. Oder Moment. Ja, yep, genau, auf dich. Ah, jetzt konnte ich direkt schießen, weil ich in einer Linie angegriffen habe. Okay. Wenn ich Kreis mache, was mache ich dann? Attack with fire multiple times. Nein, 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 zurück. Nein, 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 fähig. Nein, 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 shit. Nein! Nein, 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 fuck. Fucking hell. Das solltest du doch nicht machen. Weil ein bisschen zu spät gesehen, dass der Wolf nicht auf meiner Ebene ist. Okay, daran muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Aber ich finde es zumindest interessant. Ja, jetzt ist wieder meine Heilerin dran, ja? Soll sich vielleicht erstmal selber heilen. Medical Bag. Ja. Na, okay, irgendwas mache ich da falsch, aber gut. Klatsch mit dem Wolf ein paar. Okay, der ist down. Okay, Leaderless. Aber in dem Fall kann sie wohl noch nicht aufgeben. Du, Viereck. Genau, auf den. Achso, nochmal Viereck. Und gib ihm. Dankeschön. Okay, man muss also auf jeden Fall aufpassen, wo seine eigenen Kameraden stehen, ja? Ist gut zu wissen. Mensch, nicht, dass ich hier meinen Medic töte. War ein bisschen gefährlich. Aber gut. This is the end of the tutorial, but would you like to repeat the battle without explanations? Nah, ist okay. Ja, ich find's gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. So, man muss nur ein bisschen besser aufpassen beim nächsten Mal. You can heal your HP using field items and medic skills. Press square, use supplies from the quest menu. Okay, machen wir doch mal. Use supplies. Das wird ein bisschen... Moment. Ja, auf mich. Heilt das schon? Okay, sollte wohl funktioniert haben. 30%. Prozent finde ich immer besser. So. Ach, ich darf noch 233 Actions machen. There are stronger enemies on the field other than the symbol enemy you just fought. There are also symbol enemies strong and visible enemies to deal with. Identify their strengths and weakness and decide whether or not to engage. Okay. Das heißt, es gibt auch stärkere Icons, ja? Ach, der will nicht mit mir kämpfen? Na gut, dann lasse ich den mal. Square Display. Genau, wir können ja den Gegner wahrscheinlich ausweichen, ne? So wie eben. Change the map display. Display type can be changed in the party menu at any time. Ah, ist okay. Sieht okay aus. Komm her. Gut. Dann den zweiten Kampf. Den kriege ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser hin. Oh, neuer Gegner. Guild Army. Hunter A. Und was kannst du? Oder ihr? Seid ein bisschen mehr wie wir. Komm her. Man muss halt natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man seinen physischen Kämpfer alleine vorschickt, ne? Aber... Acid Throw, was genau? Ja, finde ich gut. Ui, du bist gar nicht mal schlecht. Angreifen kannst du also auch. Nice. So, ich glaube, du musst eins hoch. Moment, darf ich? Okay, das wollte ich nochmal sehen. Dann kannst du mit Viereck angreifen. Genau. Ach, du kannst mir ausweichen? Interessant. Ja, yep, auf den. Ah! What the fuck? What the hell? Ich habe doch den Gegner schon anvisiert, warum? Gut, den Bogenschützen habe ich noch nicht so ganz gerafft. Den Bogenschützen habe ich noch nicht so ganz gerafft. Dann mach mal Fireball, bitte. Genau auf den. Boom, boom. Boom, boom. Okay, gut. Das geht schon mal. Das ist nicht so schwer. Ja, aber ich muss auf meine Medic hier ein bisschen aufpassen. Die ist wirklich fast verreckt hier. Weil ich sie volle Kanne mit dem Pfeil abgeschossen habe.
Komm. Komm her. Sauber. Okay. Gut, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das war meine Schuld. Ich dachte, ich schieße mit Dreieck über ihn rüber. Aber gut. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, ob es noch mehr Klassen gibt als diese vier. Aber ich schätze, wir werden es sehen. Mensch, ja, aber ich muss wirklich aufpassen, sonst werde ich bei einem stärkeren Kampf wahrscheinlich sterben. Kann ich nochmal? Ja, ich muss nochmal mich heilen, auf jeden Fall. Die hat ja zu viel Damage gefressen gerade, ne? Wie sieht's jetzt aus? Ja, ein bisschen besser. Wahrscheinlich im Kampf werde ich sie direkt heilen müssen. So, was ist hier? Da sind auch nochmal Gegner. Okay. Komm, diesmal mache ich's besser. Ja, ja, euer Intro. So, ihr seid diesmal zu viert, das ist okay. Dann will ich mit dir gegen den da kämpfen und... Okay, ich habe einmal zu früh gedrückt, ne? Das Timing ist wichtig. Ah, shit. Okay, aber der könnte mich höchstens von hinten angreifen. Oder auch von vorne, absolut. So, du bist nicht wirklich geheilt. Dann heile dich doch erstmal... Ah, kannst du das nicht so machen? Nee, Switch. Medical Bag. Genau da. Dann hol sie dir selbst. Sauber. Und jetzt noch runter. Bisschen nach vorne. Und Acid Throw. Genau. So. Hat schon mal Damage gemacht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Du ein bisschen nach vorne und Fire Spell auf. Genau die beiden. Boom. Ah, fuck, ich muss wirklich jeden Feuer abschießen, okay? So, und du? Long Snipe brauche ich nicht, ne? Sondern ich brauche Shoot. Okay, ne, Shoot ist nicht das Richtige. Dann brauche ich doch Long Swipe. Okay. Wenn ich so schießen will. Gut, der ist für mich immer noch der bisschen komplizierteste hier. Aber geht. Okay, Shoot ist das. Okay, gut. To count. Okay, im zweiten Zug sollten wir die fertig machen können. Komm her. Okay, der erste oder der nächste ist down. Wen willst du echt meinen Bogen schützen? Der hat eigentlich ganz gut Death, würde ich denken. Geh du nach vorne. Kümmer dich mal um den da. Ja, komm, gib ihm. Sauber. Okay, so langsam wird es, ja. Und du kannst Magic... Oh, kannst du nicht, musst du zurückgehen. Na, so lang schauen. Ah, das klappt, das klappt. Ich muss nur aufpassen, wo ich hinschieße, ne? So, ach, du lebst noch. Na gut. Aber ich habe ihn schon mal getroffen. Und du... Was? Dann so. Moment. Moment, es geht echt nur, wenn etwas in meiner Range steht. Okay, ja, dann kannst du nichts machen. Okay, das ist natürlich doof. Komm her. Gut, also mein sinnvollster ist auf jeden Fall mein Arthur. Der simpelste. Und ich bin ein großer Fan von der Medic. Vor allem, weil es doch kein White Mage ist, sondern halt wie in Final Fantasy Tactics jemand, der mit Potions werfen kann. Ist ja nicht cool. Aber okay. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar hierhin. Jetzt haben wir anscheinend einen stärkeren Gegner. There is some enemy strong waiting ahead. You can battle it, but it won't budge. Let's use a field skill and get around it. Field skills require TP. Okay, ich soll mit einem Field Skill dem Gegner hier ausweichen. Was ist denn? Habe ich jetzt gerade... Moment. Quest Menu. Trip Condition? Nein. Also, mal sehen, ob das funktioniert. Treasure Warp. Das wahrscheinlich, ne? Dann kann ich da rüberspringen. Aha, okay. Gut, so muss ich dann nicht kämpfen. Gut von mir aus. You can dodge many enemies with clever ideas like that. To limit the troops exhaustion, use skills or items to avoid unnecessary battles. Mhm. There are several different treasure chests on the field. Gut, zu wissen.
Okay, aber ich muss immer noch weiter. Und jetzt habe ich hier einen Hazard vor mir. Some roads cannot be seen until you're close to them. These roads are called hidden path. You can get through a hidden path by pressing. Okay. Muss ich wohl. Das war jetzt kein Problem, ne? Die will ich haben. Super, und da vorne ist unser Goal. Wir haben noch über 100 Steps, also kein Problem. Destination is on your side. Some quests will have a boss. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier einen Bossfight. Na, warum nicht? Let's go. Na, was kannst du? Arrow Shield. Just like the arrow shield, there are obstacles set on the field known as objects. There are many varieties of objects. Some can protect you from attacks and some can enhance units. A wood barrel, tower, heal box. Okay. Das heißt, ihr nutzt jetzt hier den Schutz, dass ich euch nicht direkt treffen kann, ja? Bleiben wir mal erstmal hier. Guard. Ganz kurz, ne? Sollen wir die mal erstmal rauslocken? Ja, kein Problem. Ich habe mit Foster vor Engage noch geblockt, deswegen war das wohl gar nicht so schlecht. Okay. So, du bist dran. Du kannst Acid Throw machen. Genau. Schnapp dir den da erstmal. Ordentlicher Damage. Okay, und dann ist dein Zug schon vorbei. Du kannst Feuer auf den da einsetzen, genau. Gib ihm. Sauber. Gut, ich könnte das Ding anscheinend auch zerstören. Das ist gut zu wissen. Und du gehst an dem vorbei. Und... Oh fuck, muss ich das jetzt so machen? Das ist ja gar kein Ziel. Ja, dann beende ich wohl den Zug. Weiß nicht, warum er nicht mehr schießen kann. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, aber okay. So, du schnappst dir den. Ah, sorry. So, okay. Wir haben anscheinend noch einen Gegner. Das sollte klappen. Interessant, dass ich mein Medic auch so offensiv benutze, aber das Spiel lässt es ja zu, ne? Ja, auf den bitte. Vorsichtig. Okay, einmal habe ich ihn wenigstens getroffen. Musste ein bisschen sehr früh schießen. Bisschen zurück. Nicht escape. Okay, aufpassen, dass ich auch den richtigen treffe, ne? Ah, bisschen schwer zu zielen. Ist mit der Magie doch einfacher. Aber komm, gib ihm. Sauber. Okay, nicht zu schwer, aber wahrscheinlich muss man für den späteren Verlauf des Spiels das Ganze noch ein bisschen besser machen, ne? Challenge Successive Battle 2, next opponent Guild Army Level 1. Gehen wir. Wir sind nicht wirklich verletzt. Sometimes you may be faced with successful battles. Successful battles are indicated on the bottom of the flag. If you look at this battle, there are many objects placed on the... Oh, meine PS wirft wieder die Disc aus, gut zu wissen. Ich muss die echt mal irgendwie putzen, das geht ja nicht. Ich weiß nicht, was da zurzeit los ist, aber die schmeißt ständig meine blöden Discs aus. Das geht mir voll auf die Nerven. Ständig. Also es ist noch nie so schlimm gewesen wie aktuell. Ah, aber gut. So, du gehst ein bisschen näher und genau die sollst du treffen. Sauber, die ist schon down. Gut, wenn wir die Caster schnell aus dem Weg räumen können. Ah, du kannst das auch. Oi, 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 oi. Sollte wahrscheinlich auch nicht unbedingt Leute zu nah aneinander stellen hier in dem Spiel, ne? Ja, gibt er. Bum, bum, bum. Ah, shit. So weit. Gut, sie ist halt weggeflogen und dann ging das nicht mehr. Jetzt den hier. Hm? Echt? Wie konnte ich nur die Kiste treffen? Und er gibt mir zurück, ja. Kann anscheinend auch nicht blocken, aber ich kann Speed up machen. Interessant, dann geht der Zug also schneller, ja. Okay. Schnappen wir uns erstmal den. Was? Spear Trap? What the fuck?
Also endet nicht mein... Okay. Das ist ja fies. Gibt's einfach mal eiskalt eine Falle in der Mitte der Map. Okay, es ist jetzt abgespeedet. Gut, du... kannst eigentlich nochmal Acid... Ne, ein bisschen zurück. Ja, sauber. Solange ich mit dir nicht heilen muss, ist alles okay. Ja, ist alles gut, alles gut. Gib dem, aber vorsichtig. Nicht unser Trip, ne? Boom. Sauber. Okay, nice. Ein Gegner haben wir noch. Mal sehen, ob ich mit dem treffen kann. Ne, ein bisschen näher. So, das sieht gut aus. Treff auch, ne? Gut, wenn er trifft, ist der Damage auf jeden Fall da. Nice. Komm, schneller. Gut, dass wir so viel aushalten. Na, jetzt kriegst du aber. Cool. Wieder gewonnen. Noch kein Level up. Sauber, und das war die Map, ja? Einer von uns. Mann, ja, PS4, du willst die Disc ausschmeißen. Ah. Ah, mein Gott. Gut, dass das hier Download ist und kein Disc-Spiel. Aber ja, war halt, wie gesagt, PSN Plus vor Ewigkeiten mal. Ich ziehe immer alles Mögliche und dann gucke ich es mir irgendwann mal an, so wie heute, ne? All the items that go unused during a quest are sold after completing a quest. Also, all items other than field items are returned after completing a quest. Use field items you find to help you. Okay, gut. Also einfach alles benutzen quasi. National Reputation. Kann ich also dafür sorgen, dass verschiedene Nationen mich mögen, ja? Ich meine, es geht dann anscheinend wirklich nur um die Mercenaries und ich kann arbeiten, für wen ich will, oder was? So you must be the mercenaries we recruited from our most recent battle. I suppose I'll have you tell me your names first. Ja, bleiben wir bei dem Standardnamen. Oder Moment, kann ich nochmal zurück? Kann, okay, egal, dann bleiben wir dabei. Welcome aboard. Dann passt das wohl. Godfrey Sforza. I observed your test. You are indeed skilled. You could search the whole realm, and you still won't find anyone as skilled as us. Rather confident, aren't you? Na, wer ist das? As you should be. We'd have no use for you otherwise. Ah, Lilia, you're here. Perfect. Introduce yourself. Certainly. I'm Lilia. As of today, I will be acting as your assistant. Pleased to make your acquaintance. Assistant? What's all this about? I understand your confusion, but this is a guild custom. Trust her to take care of operations and your other day-to-day responsibilities. That way, you can focus on your missions. What are we gonna do, boss? There's no way we can bring this chick into battle with us. You'll need someone to handle communications and clerical duties. She will be very helpful and will not hinder you in any way. Don't blame me if anything happens to her. I'll let Lily explain the rest. A mercenary's occupation is dependent on her skill. Work hard for yourselves, but above all, work hard for the good of the guild. It seems everyone is here. Now then, I will guide you through each of the guild's facilities. Okay, gibt's hier so viel? We can do that later. Boss, we gotta drink first. Why don't we toast to the new chapter in our lives? Well, the sun is still so high. A day wasted is a fortune lost. I believe we should take care of things while we have the chance. Boss, you ever heard this proverb? It seems you're both not familiar with it. It's a very wise proverb. You should remember it for the days to come. Jeez, you say the most confusing things. Don't tell me you've got a bunch of proverbs in that thick notebook you've got there. I do. Is that a problem? These proverbs are the wisdom of Godfrey, the master swordsman. Proverbs or not, the boss and I don't have time for that crap.
What we need right now is a drink. Der Typ geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. Senior Captain is more interested in the guild's facilities. Seriously, boss? Now, Captain, allow me to guide you to the recruitment office first. Okay, gibt's also jetzt einen Haufen Erklärung anscheinend. Wie kommt jetzt eine Katze hin? Nee. First let's go to recruit together some members. Aha, wir können hier sogar Leute anwerben. Nein, Moment, geht das? Go to the community recruit, Captain, please give your orders. Hire member. Mhm. Was kann ich denn nehmen? Andere Klassen, als ich schon habe? Das will ich halt wissen. Various units, you can freely hire any unit for your choice. Okay, man kann tatsächlich andere Klassen nehmen. Kost, was hiring fee? 100. Was bist du? Du bist anscheinend ein Speerkämpfer, dann haben wir hier einen weiteren Caster. Noch einen Caster mit einem Hammer, mit einem Bogen. Dolch? Da gibt's doch einige Klassen, das ist ziemlich gut. Da steht halt, was sie können, ja. A wird wahrscheinlich gut sein, also Vitalität hier besser, aber nicht gut in, ja, nicht besonders stark. C in Con, ist halt ein Rogue. Ah, da steht's, Rogue, okay. Hunter, Blacksmith, was kannst du denn? Auch eher durchschnittlich alles. Und eine Witch, ein Arcanist, ein Lancer. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ah, ich muss jemanden heiren. Ah, nehmen wir die hier, weil sie einen Hammer hat. Okay, ich kann hier die Charaktere auch noch ein bisschen designen, wie ich es gerne möchte. Und wahrscheinlich auch benennen, wie ich möchte. Ja, mit einem Magierhelm ist ja auch ziemlich cool. Das, eigentlich finde ich das ziemlich cool. Wie klingt sie denn? Was ist das? Was mache ich hier genau? Pitchen? Ah, die Farbe, ne? Okay, cool. Ich kann sogar 4 Punkte boosten. Dann gebe ich ihr wahrscheinlich Strength 2 und 2 Wit anscheinend. Okay, sehr cool. Like the bell during your field test, the troop is made up of 4 members. Let's hire 3 more. Okay, ich muss mir noch 3 zusammensetzen jetzt für eine neue Gruppe. Kann also nicht mit der Gruppe spielen, die ich eben hatte, ja. Dann nehmen wir dich anscheinend, weil du halt anscheinend flinker bist. Das ist aber ziemlich cool. Ich mag diesen Aspekt gerade. Gibt es jemanden, der aussieht wie China? Aber es ist halt auch jetzt immer so, dass diese Klassen Frauen sind, die ich gerade habe. Oder was? Wahrscheinlich willst du davon was haben, ne? How many points do you need to set support skills? Ah, du hast sogar noch eins. Dann nehmen wir da lieber. Warum hast du so viele Punkte? Sehr interessant. Interessant, dass sie mehr Punkte hatte. Ah gut. Ein Flinken, ein Tank, ein... Was kannst du? Die Wahl zwischen euch beiden, nehmen wir dich anscheinend. Wollen ja auch anscheinend einen Typ... Ach, hier oben kann man den Namen auch ändern, das ist gut zu wissen. Aber ich find's eigentlich bis jetzt ziemlich cool. Also bis jetzt finde ich das Spiel wirklich ziemlich interessant. Magic, ne? Magic Attack Power will ich wahrscheinlich haben. Effects Growth nehmen wir wahrscheinlich auch. Und so. Okay, und einen brauchen wir noch. Dann nehmen wir als letztes wohl noch jemanden, der aus der Distanz angreifen kann, hätte ich gesagt. Oder einen Medic. Ah, wahrscheinlich doch ein Medic, ne? Sollte man ja doch haben. Ah, ist aber doch ziemlich cool. Also ich mag die Charaktermöglichkeiten, auch die Anzahl. Das erinnert mich auch ziemlich an Final Fantasy Tactics gerade. Ja, komm, gib dir die tiefe Stimme hier. Du willst wahrscheinlich auch Agility, Wit zur Sicherheit und Support und vielleicht doch lieber mehr davon, dass deine Erfahrung schneller steigt. Das scheint wirklich ein guter Skill zu sein, ne? Okay. Okay, es gibt später noch mehr Types, das ist auch cool.
Let's gather members' equipment next. Okay. Back Shop. Das heißt, hier kann ich dann auch noch Equipment für die Leute kaufen. Aber ich denke, ich werde das Ganze eine Stunde mit hier cutten. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht von dem Spiel. Es scheint ein interessantes RPG zu sein. Ja, es wirkt teilweise wie ein Handygame, aber ich finde die Vielfalt an den Klassen bis jetzt interessant. Das Kampfsystem ist nicht so schlecht. Und vor allem, es ist halt ein interessantes Turn-Based-System, finde ich. Und können wir gerne mal weiter spielen? Lasst mir mal bitte eure Kommentare dazu. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Spiel findet. Aber ja, ich hätte auch gerne noch weitergemacht. Aber ich muss gleich ein Interview aufnehmen, deswegen ist es heute nur eine halbe Stunde. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Kingdom Come war ein interessanter Titel. Und wir sehen uns bei einem anderen Video. Bis dahin.